Hallo Leute und willkommen zu einem ganz besonderen Lesevlog. In den letzten Wochen sind zwei Pakete bei mir angekommen und die enthalten zwei besondere Bücher. Denn Emma und Annika hatten eine ganz besondere Videoidee. Und so haben sie vorgeschlagen, dass wir unsere Lieblingsbücher austauschen und jeweils anderen Booktuber diese lesen müssen. Das heißt, es gibt dann jeweils noch andere Videos bei Emma und bei Annika. Einmal bei Annika, wo mein Lieblingsbuch dabei ist und Emmas Lieblingsbuch, und bei Emma, wo Annikas Lieblingsbuch dabei ist und mein Lieblingsbuch auch. Die beiden Videos verlinke ich euch definitiv am Ende des Videos. Auf jeden Fall habe ich hier Emmas und Annikas Lieblingsbücher. Wir haben das natürlich im Vorhinein ein bisschen geplant, sodass wir keine Bücher bekommen, die wir schon mal gelesen haben. Das haben wir dann so gemacht, dass wir immer eine Liste aufgestellt haben von unseren Lieblingsbüchern, und da konnten wir eben zwei auswählen, die wir einmal nicht gelesen haben und uns auch gefallen. Bei meinen Lieblingsbüchern hat das zwar nicht ganz so gepasst, aber das erfahrt ihr dann vielleicht in den anderen Videos. Trotzdem habe ich ein wundervolles Buch für die anderen beiden ausgesucht. Dieses Buch habe ich wirklich absolut geliebt. Das heißt, wenn ihr das sehen wollt, wie die anderen beiden noch darauf reagieren, dann schaut euch definitiv die anderen Lesevlogs an. Heute fange ich aber an, die beiden Bücher der anderen beiden zu lesen. Und ich würde sagen, ich fange an mit Emmas Buch. Wie gesagt, habe ich hier eine ungefähre Ahnung. Wir hatten zwei Bücher ausgewählt. Beide finde ich super interessant. Ein Buch finde ich ein bisschen mehr interessant. Das würde, glaube ich, auch ein bisschen mehr meinem Geschmack noch entsprechen. Deswegen hoffe ich, dass das hier drin ist einerseits, aber andererseits würde ich es auch nicht schlimm finden, wenn das andere drin ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich würde sagen, wir machen das jetzt auf. So sieht das erstmal aus und ich bin mehr als gespannt. Da ist wahrscheinlich noch ein kleiner Brief drin, da schaue ich nachher nochmal rein. Aber ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal an, was hier drin ist. Und ich denke auch schon vom Format her und von der Größe, dass ich weiß, welches Buch das ist. Aber ich bin gespannt. Ja. Und zwar ist das The Places I've Cried in Public von Holly Byrne. Emma hat davon schon so, so viel Gutes erzählt. Sie liebt das Buch, glaube ich, absolut. Und seitdem war es eigentlich auch auf meiner Liste und ich wollte es immer schon mal lesen. Deswegen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, dieses Buch zu lesen. Ich hoffe, es gefällt mir genauso gut wie Emma. Das ist jetzt die englische Version. Es gibt das Buch auch schon auf Deutsch. Aber ich bin gespannt, ob es mir gefallen wird und ob sich das Englisch leicht liest oder nicht. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal an, dieses Buch zu lesen. Hier drin war noch einmal Italienisch. Italienische Limone, die werde ich mir jetzt machen und dabei Emmas Lieblingsbuch anfangen. Erstes Update. Ich bin heute extrem weit gekommen, für meine Verhältnisse zumindest. Ich bin mittlerweile auf Seite 111 und habe damit heute schon ziemlich viel geschafft. Das Buch hat nur ungefähr 360 Seiten. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in den nächsten zwei Tagen damit dann durch sein. Es liest sich echt gut. Ich hatte anfangs ein bisschen Schwierigkeiten, in das Englisch reinzukommen. Ich weiß nicht, ob es einfach nur so Gewöhnungssache war, weil ich eigentlich hauptsächlich auf Deutsch lese oder weil anfangs das ein bisschen eigenartig geschrieben war. Auf jeden Fall komme ich jetzt eigentlich ziemlich gut damit klar und es liest sich echt leicht. Mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Ich weiß nur noch nicht so genau, was mich erwartet. Ich habe das Buch ja auch einfach angefangen. Ich habe mir nicht vorher den Klappentext durchgelesen und deswegen versuche ich jetzt mal so ein bisschen zusammenzufassen, um was es geht. Wir verfolgen hier einmal Amelie und sie zieht um, weil ihr Papa nämlich einen neuen Job anfängt
Und deswegen muss sie ihre Freunde und auch ihren Freund, Elfie, glaube ich, heißt er, verlassen und fängt an einer neuen Schule eben an. Sie trifft mit ihrem Freund dann irgendwie so diese Abmachung, dass sie halt 2 Jahre sozusagen sich trennen und dann hoffentlich nach der Schule eben zusammen auf die Universität gehen. Das heißt, die Hauptprotagonistin ist ja auch noch etwas jünger, also so vielleicht 16, 17. Ich bin mir nicht genau sicher, es wurde noch nicht gesagt. Aber es spielt auf jeden Fall noch zu Schulzeiten. Wie gesagt, sind die beiden deswegen halt in so einer Off-Phase, also eigentlich haben sie keine richtige Beziehung mehr. Und Amelie hat dann sehr schwer mit Heimweh zu kämpfen, versucht neue Freunde zu finden. Da haben wir schon Hannah und Jack, glaube ich, hieß er, kennengelernt. Und sie liebt Musik und Singen. Bei so einer Talentshow trifft sie dann auf Reese und versteht sich eigentlich richtig gut mit ihm, weil er auch in einer Band ist und auch singt und ja, sie eigentlich ziemlich viele Gemeinsamkeiten haben. Bis jetzt sind die beiden sich halt ein bisschen näher gekommen und gleichzeitig hat Amelie aber immer noch mit dem Gedanken an ihren Ex-Freund zu kämpfen und ist sich noch nicht so sicher, weil sie Reese ja auch nicht so genau kennt. Auf jeden Fall ist das Ganze so ein bisschen erzählt, als ob Amelie so einen Brief schreibt, würde ich sagen, und damit so alles aufarbeitet, was passiert ist. Man weiß an der Stelle aber noch nicht, was passiert ist. Das heißt, wir lesen sozusagen aus der Gegenwart und sie erzählt dann immer so wie in Rückblicken und in Erinnerungen über die Vergangenheit, wie sie Reese kennengelernt hat, wie sie eben an dieser Schule klargekommen ist und wie ihr neues Leben sich halt aufgebaut hat. Gleichzeitig deutet sie dann die ganze Zeit immer an, dass sie halt, wie der Titel sagt, an vielen Orten wegen Reese wahrscheinlich geweint hat. Also zumindest spricht sie immer eine Person an mit du und besucht all diese Orte, um aufzuarbeiten, was passiert ist und um das irgendwie zu verstehen. Ich bin gespannt, weil ich bis jetzt nicht ganz weiß, wie das alles so ausgehen wird, was alles noch passieren wird, weil ich finde, bis jetzt verstehen die beiden sich eigentlich ganz gut. Klar, es gab jetzt schon so ein paar Situationen, wo so ein paar Red Flags angedeutet wurden und sie teasert halt immer wieder so Sachen an, die halt passiert sind. Ich finde das als Konzept mega interessant, weil man halt irgendwie schon so ein bisschen darauf gestoßen wird, dass halt was passiert ist und sie das halt immer rückwirkend erzählt und ich finde es irgendwie super cool. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall darauf weiterzulesen, es liest sich auf jeden Fall richtig gut. Emma hatte dazu geschrieben, dass ich mir Taschentücher bereithalten soll. Deswegen habe ich irgendwie schon ein bisschen Angst. Mal schauen. Ich werde jetzt auf jeden Fall, denke ich, noch ein paar Seiten weiterlesen. Ich denke aber nicht mehr so viel, weil es auch schon 22 Uhr ist. Ich denke, ich werde bald ins Bett gehen und dann werde ich morgen auf jeden Fall weiterlesen. Und wir hören uns dann, wenn ich noch ein bisschen weitergekommen bin. So viel und gerade ist etwas passiert, was schon mal extrem traurig ist. Also ich glaube, es wird gleich noch viel schlimmer. Aber gerade ist so ihre alte Heimat und ihre neu aufgebaute Beziehung zusammengetroffen. Alle, die das Buch gelesen haben, wissen jetzt, was ich meine, aber ich werde nicht zu genau drauf eingehen. War schon mal mega traurig, wie alles so abgelaufen ist. Auf jeden Fall wurde jetzt schon was angedeutet, was extrem schlimm ist. Und ich habe Angst weiterzulesen, weil ich glaube, ich weiß, was passiert. Ich bin auf jeden Fall auf Seite 268. Ich habe also nicht mal mehr 100 Seiten. Ich bin echt extrem gespannt, wie das Buch weitergeht und ausgeht vor allem. Ich kann mir gerade irgendwie nicht so wirklich ausmalen, wie sie das ganze Buch abschließen wird. Ich muss sagen, ich fühle mich wirklich, als ob ich so extrem krass in die Privatsphäre dieses Mädchens und generell in diese Beziehung eindringe und irgendwie ein Tagebuch lese, was ich eigentlich niemals hätte lesen dürfen. Also ich fühle mich wirklich so, als ob ich das so hautnah miterlebe und ja, wie so Geheimnisse irgendwie von ihr aufdecke oder beziehungsweise ihre Erfahrungen mit dieser Beziehung eben lese, obwohl es sehr schmerzhaft für sie ist. Gut geschrieben ist es auf jeden Fall. Ich finde es auch total cool, dass man eben diese Orte verfolgt. Sie versucht ja irgendwie alle
erlebten Momente nochmal zu durchleben und eben das zu verarbeiten. Und das finde ich auch sehr interessant. Aber ich bin jetzt wirklich gespannt, wie es weitergeht und wie es ausgeht. Und ein bisschen Angst habe ich auf jeden Fall. Ich werde jetzt zu Ende lesen. Ich habe jetzt The Places I've Cried in Public beendet. Und ich muss echt sagen, es hat mich total mitgenommen. Es war irgendwie so anders als erwartet. Und vorab will ich da echt sagen, Triggerwarnung. Das Buch ist wahrscheinlich nicht für jeden was. Es behandelt sehr schwierige Themen. In der englischen Version gibt es hier vorne so einen kleinen Hinweis und auch hinten noch Anlaufstellen für Betroffene, was ich sehr gut finde. Und im Klappentext steht auch eigentlich, dass das keine Liebesgeschichte ist. Und das war es auf jeden Fall nicht. Das ist so ein Buch, was ich irgendwie jedem Teenager gerne in die Hand drücken würde. Gleichzeitig auch nicht. Es ist irgendwie so schwierig zu sagen, weil irgendwie ist das Thema so wichtig und es sollte darüber aufgeklärt werden. Gleichzeitig ist es aber umso schöner, wenn Menschen eben keine Erfahrungen mit sowas haben. Ich muss wirklich sagen, es war wirklich extrem gut von der Autorin umgesetzt. Auch wenn man noch nie betroffen war von diesem Thema, konnte man gut nachvollziehen, wie sich Amelie gefühlt hat, wie die ganze Geschichte so aufgebaut wurde, wie es eben auch so weit kommen konnte. Und deswegen ist das für mich auf jeden Fall 4,5 Sterne wert. Ich muss sagen, 5 Sterne nicht ganz, weil es sich am Anfang ein bisschen gezogen hat und die Geschichte so im Einstieg ein bisschen langatmig war. Aber wirklich mit jedem Ort, den man besucht hat, mit jedem bisschen, das Amelie aufgearbeitet hat und einfach generell die Geschichte konnte man so gut mitfühlen. Es hat mir wirklich jedes Mal irgendwie das Herz gebrochen. Ich habe gefühlt alles mitgefühlt, was sie gefühlt hat und es war wirklich unfassbar schmerzhaft. Aber auch irgendwie so wichtig. Ganz besonders gut fand ich an dem Buch, dass Amelie eben sich zum Schluss Hilfe gesucht hat, dass da auch so ein bisschen die Gespräche eingebaut wurden und wie das ganze Thema so aufgearbeitet wurde, wie einfach alles, was sie erlebt hat, so aufgearbeitet wurde. Und deswegen von mir auf jeden Fall 4,5 Sterne. Ich bin super froh, dass ich es gelesen habe und kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, aber gleichzeitig eben auch nicht an jeden, weil es wie gesagt ein sehr schwieriges Thema ist. So kurzer Szenenwechsel. Aber wie gesagt, habe ich das jetzt beendet. Damit ist Emmas Lieblingsbuch ab. Gehakt. Und ich bin mega froh darüber, dass sie es reingepackt hat. Ich wollte das schon immer mal lesen, nachdem das eben eines ihrer Lieblingsbücher ist. Und ich kann auf jeden Fall gut nachvollziehen, warum jemand dieses Buch absolut wichtig und mit 5 Sternen nur weiterempfehlen kann. Damit wandert das Buch jetzt in mein Bücherregal. Und es bleibt nur noch Annikas Buch. Ich würde sagen, wir packen jetzt ihr Paket zusammen aus und gucken, welches Buch sich daran versteckt. Auch bei Annika hatten wir, wie gesagt, mehrere Bücher zur Auswahl. Und es sind 2 Bücher geworden, bei denen es eben offen blieb, welches sie uns zuschickt. Aber ich kann mir schon denken, welches hier drin ist. Und ich bin sehr gespannt. Als erstes haben wir auf jeden Fall eine Karte, die ich mir gleich durchlesen werde. Ich will mich nämlich noch nicht spoilern lassen, welches Buch es ist. Das Paket riecht so krass nach irgendetwas. Ich würde sagen, wir gucken rein. Das kommt mir entgegen. Ich hoffe, ihr habt es jetzt gesehen. Einmal sind hier verschiedene Teesorten. Ich freue mich sehr darauf, mich mal da durchzutesten. Ich glaube, der Tee ist das, was so krass riecht. Aber sie hat auch noch solche Snacks reingepackt. Hier steht Basler Leckerli drauf. Es ist irgendwie Backware. Aber ich glaube, das riecht nicht so. Also ich glaube, das muss einer von den Tees sein. Riecht auf jeden Fall mega gut. Ich bin gespannt, welcher so gut riecht. Und als letztes ist hier das Buch drin und ich habe mir das auch schon gedacht, dass es das ist. Und es ist Alte Sorten von Ewald Ahrens. Wie gesagt, ist das eines von ihren Lieblingsbüchern und ich bin super, super gespannt drauf. Ich lese euch mal ganz kurz den Klappentext vor. In einem Weinberg begegnen sich Sally und Liz. Sally, jung und wütend, ist auf der Flucht vor allem und jedem. Liz, ebenfalls eine Einzelgängerin, bewirtschaftet allein einen Hof. Von Anfang an spüren sie eine seltsame Verbundenheit. Bei der gemeinsamen Arbeit auf den herbstlichen Feldern, im Birngarten und beim Versorgen der Bienen, beginnen sie zaghaft über das zu sprechen, was sie von anderen Menschen trennt. Als Sally ungewollt eine existenzielle Krise auslöst, entdecken sie die stille Kraft der Freundschaft. Wann entsteht wirklich Nähe? Alte Sorten ist ein Roman, der entschleunigt und den Blick auf das Wesentliche lenkt. Ich finde, es klingt auf jeden Fall mega interessant und ich bin super gespannt, warum das eines ihrer Lieblingsbücher ist. Ich hoffe, es wird mich genauso begeistern können und ich hoffe, dass ich wie bei Emma auch ein super tolles Buch finden werde. Und damit würde ich sagen, fange ich es jetzt einfach mal an zu lesen. So,
So, ich bin jetzt in alte Sorten schon ein gutes Stück vorangekommen. Ich bin auf Seite 131 und ich glaube, ich habe noch so 120 Seiten. Deswegen dachte ich, es wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt, mal kurz ein Update zu geben. Ich muss sagen, direkt zum Anfang des Buches habe ich mich absolut in die Vibes und die Stimmung von diesem Buch verliebt. Es gibt einem einfach diese Spätsommergefühle, wo man an einem Spätsommernachmittag oder Abend draußen sitzt und es halt noch warm vom Sommer ist, aber irgendwie man merkt, dass der Sommer so langsam zu Ende geht. Ich glaube, dass ich das Buch deswegen irgendwann nochmal im Spätsommer, also im September ungefähr, lesen möchte, weil das spielt im September und ich finde einfach diese Stimmung, die das Buch vermittelt, die ist einfach so unglaublich schön. Irgendwie gibt sie mir auch gerade einfach so viel Hoffnung darauf, dass es bald wieder Sommer wird, gerade einfach, weil der Winter sich mittlerweile so ewig lang anfühlt und ich einfach ein absoluter Sommermensch bin. Deswegen von der Stimmung her auf jeden Fall schon mal eine 5 von 5. Ansonsten hat man hier zwei sehr interessante Charaktere, über die ich aber noch nicht so viel sagen kann, weil irgendwie wurde schon einiges angedeutet, irgendwie wurde schon einiges erzählt, aber trotzdem ist noch so viel Unentdecktes bei diesen Charakteren. Einerseits eben Sally, die natürlich irgendwie wahrscheinlich auch psychische Probleme hat, deswegen an der Stelle auch Triggerwarnung, weil es hier oft sehr ungeschönt einfach dargestellt wird, einfach sehr realistisch und authentisch. Sie ist natürlich gerade erst aus dieser Klinik abgehauen und bleibt einfach dann auf diesem Hof bei Liz und hilft ihr teilweise und ja, lernt so ein bisschen auch dazu, sag ich mal. Und Liz andererseits, die allein auf diesem Hof lebt und irgendwie nicht so viel darüber redet, warum und was passiert ist. Mir gefällt das Buch auf jeden Fall bis jetzt sehr gut. Ich weiß gar nicht genau warum, also ich kann es irgendwie noch nicht so genau an Sachen festmachen. Es ist einfach diese Stimmung, diese besonderen Charaktere und diese besondere Art auch des Erzählens und wie das Buch geschrieben wurde. Ich finde, es behandelt auch super interessante Themen. Zum Beispiel wurde hier auch viel über das Halten von Bienen erzählt oder auch wie viele unterschiedliche Sorten Birnen es gibt. Und irgendwie gibt das alles so eine ganz besondere Stimmung, die ich momentan sehr, sehr toll finde. Ich bin jetzt noch absolut gespannt, wie es weitergeht, was man noch über die Charaktere lernen wird und was so zum Ende hin rauskommen wird, weil, wie gesagt, ist ja auch Sally abgehauen und da bin ich gespannt, ob da irgendwie mal noch was kommt oder wie das Ganze eben einfach so seinen Lauf nimmt. Bis jetzt finde ich es aber sehr gut und die Stimmung gefällt mir auf jeden Fall mega. Deswegen freue ich mich jetzt aufs Weiterlesen. Ich habe Alte Sorten von Ewald Ahrens jetzt beendet und ich muss sagen, es hat mir echt gut gefallen. Ich habe dem Buch jetzt 4 Sterne gegeben. Ich mochte vor allem die Stimmung in dem Buch einfach total. Das Buch spielt einfach während des Septembers bis hin zum Oktober, das heißt so Spätsommer bis Herbstanfang. Man hat einfach den Wandel dieser Jahreszeit bis hin zum Herbst so gut nachfühlen können. Und vor allem diese letzte Szene zum Schluss war irgendwie so wundervoll irgendwie. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es ist einfach richtig gut geschrieben gewesen. Wenn man also irgendwie ein Buch braucht, mit dem man so ein bisschen auch runterkommen kann, wo man die Natur und einfach die Stimmung genießen kann und auch interessante Charaktere hat, dann würde ich sagen, ist das auf jeden Fall was für einen. Ich muss sagen, zum Ende hin gab es aber auch noch eine sehr schwierige Szene, ein schwieriges Thema, was noch behandelt wurde. Ich hätte nicht gedacht, dass es in dem Moment so, ich sag mal, düster noch werden kann. Aber ich fand, es wurde eigentlich richtig gut behandelt und mir hat es auf jeden Fall total Spaß gemacht mit Sally und Liz einfach Zeit zu verbringen, sage ich mal, so viel auch über diese Arbeit auf diesem Hof zu lesen und auch einfach so zwei sehr besondere Charaktere kennenzulernen. Deswegen bin ich echt froh, dass ich es gelesen habe und ich freue mich total, dass ich durch das Video eben auch auf dieses Buch gestoßen bin, denn mir hat es einfach sehr gut gefallen von der Stimmung her. Ich glaube, es ist sogar ein Buch, was ich nochmal nächstes Jahr im September bzw. Oktober lesen möchte. Einfach weil es in diese Zeit so perfekt reinpasst und es einfach so eine bestimmte Stimmung vermittelt, die ich absolut geliebt habe. Damit habe ich auch das zweite Buch beendet und auch Annikas Lieblingsbuch gelesen. Ich kann auf jeden Fall verstehen, warum es ihr Lieblingsbuch ist oder zumindest halt eines ihrer Lieblingsbücher. An der Stelle endet jetzt auch der Lesevlog. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fandet das Konzept auch cool. Ich habe 2 wundervolle Bücher gelesen und wenn ihr die Meinung der anderen beiden hören wollt,
dann schaut gerne noch auf deren Kanal vorbei. Ich verlinke euch auf jeden Fall die Videos von Emma und Annika in der Infobox. Und wie gesagt, lesen die beiden dann eines meiner Lieblingsbücher und dann immer das Lieblingsbuch der jeweils anderen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr eines der Bücher schon gelesen habt und wenn ja, wie ihr sie fandet. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video.